Kira, herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. Erzähl kurz was über das Spiel bei der Hitze. Was war der Schlüssel zum Sieg? Ja, letztendlich war es Kampfgeist. Ich glaube, beide Teams wollten gewinnen. Für beide Teams war es genau gleich anstrengend in der Hitze. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, konnten uns besser zusammenreißen. Wir haben wichtige Punkte gewonnen, haben wirklich konstant und gut gespielt, konnten das letzte Spiel schnell abhaken, was, glaube ich, sehr wichtig war, weil es nicht lange Pause war. Und ja, der Wille war groß, wir haben gekämpft und wir haben es geschafft. Super. Katrin und Eke haben noch versucht, einmal auf dich aufzuschlagen, dann zu wechseln auf Laura. Wart ihr darauf vorbereitet? Weil die Spiele davor war ja oft auf Laura, aber du hast mit dem Sideout gerechnet. Genau, also wir sind von Punkt zu Punkt gegangen und haben uns vor jedem Sideout immer wieder gesagt, okay, beide bereit, auf alles gefasst sein, kurz lang. Und ja, wir waren vom Kopf einfach noch da und ich glaube, das war wichtig, bei der Hitze den kühlen Kopf zu bewahren und das konzentriert durchzubringen, das Spiel. Nochmal kurz zum Halbfinale. Das ging dann doch klarer aus, als viele gedacht haben. Was war da das Problem? Ja, wir sind überhaupt nicht ins Spiel reingekommen. Die Schweigers haben wirklich gut Druck gemacht, wurden natürlich vom Publikum super unterstützt. Ja, wir haben so viel Druck aufgebaut, dass wir überhaupt nicht ins Spiel reingefunden haben. Deswegen war es auch recht deutlich. Aber wir haben Gott sei Dank es geschafft, das Spiel nach dem verlorenen Spiel schnell abzuhaken und uns auf nächste vorzubereiten. Und ja, letztendlich, jetzt sind wir mit dem gewonnenen Spiel raus, haben Bronze geholt und freuen uns darüber. Das gibt ja jetzt Aufträge, die Bronzemedaille für alles, was kommt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, das wissen wir auch noch, dass wir nicht konstant spielen. Wir haben in der Gruppenphase richtig gute Spiele dabei gehabt, auch ein schlechtes Spiel. Auch im Spiel immer wieder ein paar Hänger, aber wir spielen ja seit einem Jahr zusammen. Von daher ist es, denke ich, noch normal und daran werden wir weiter arbeiten, dass es jetzt mit der Zeit immer konstanter wird. Und dann reicht es vielleicht auch mal für ganz oben. Gut, jetzt in Wörthersee springen und dann gucken, dass der Alex Ähnliches vollbringt, oder? Genau, so machen wir das. Danke dir, Kira. Viel Spaß.